Kommen wir auch direkt zum ersten Glitch, Leute. Und zwar zeige ich euch jetzt, wie ihr die Anfangstür überspringen könnt. So, erstmal, Leute, lasst am besten einen Zombie am Leben. Dann lockt den so hier lang, so wie ich es tue, Leute. Und wenn der Zombie dann kommt, dann geht hier die Treppen runter. Dann lauft hier so am Rand der Treppe, Leute, so wie ich es mache, gegen diesen Pfeiler und messert. Wenn ihr das dann richtig gemacht habt, dann fliegt ihr hier hoch. Und ihr habt die erste Tür übersprungen. Wenn ihr das nun gemacht habt, Leute, dann aktiviert zunächst den Strom. Und nachdem ihr den Strom aktiviert habt, dann geht wieder zurück. Und stellt euch dann hier an diesen Pfeiler, so wie ich es tue. Und zwar hier oben, Leute. Geht so ein bisschen zur Seite. Und wenn ihr das dann gemacht habt, dann versammeln sich die Zombies alle vor euch. Beziehungsweise die springen jetzt immer hin und her. Ab und zu kann es sein, dass von rechts ein Zombie kommt, aber zum größten Teil versammeln sie sich dann hier vorne. Wie ihr seht, Leute, kommen die vereinzelt manchmal von rechts hier hin, aber im Normalfall sollten sie dann zum größten Teil auch dorthin gehen. Dann springen sie von links nach rechts immer hin und her, Leute. Falls ihr punchen wollt, würde ich euch empfehlen, lasst am besten einen Zombie über, geht eure Waffe punchen und dann macht wieder den Glitch, dass ihr hier hochkommt. So, das war's mit Glitch Nummer 1 und wir gehen rüber zu Glitch Nummer 2. Und zwar ist das ein AFK-Glitch, Leute. Ihr könnt den so nutzen, indem ihr die Zombies immer so nah zu euch lockt und dann immer wieder in diesen Spot reingeht, damit die stehen bleiben und ihr die nacheinander abschießen könnt. Also dreht euch um, geht hier an diese Treppe, Leute, und wie ihr seht, die Zombies bleiben stehen. Ich zeige euch das nochmal. Ihr dreht euch um, geht hier so ein bisschen auf die Treppe in der Ecke und bleibt stehen. So, kommen wir nun zum nächsten Glitch. Glitch Nummer 3 ist ein Pile-Up-Glitch am Spawn, Leute. Ihr geht hier an die Kiste, springt aus der Distanz nach vorne und beim Klettern pusht ihr so ein kleines bisschen zurück. Wenn ihr das dann richtig gemacht habt, dann werden sich die Zombies vor euch versammeln. So. Die Zombies, die nah dran sind, Leute, tötet ihr einmal und der Rest wird sich dann unter euch versammeln. Und hier könnt ihr easy auf Headshots gehen oder mit dem Messer töten. Kommen wir nun zu Glitch Nummer 4. Glitch Nummer 4 ist ein Pile-Up in der verbrannten Verteidigung. Geht hier zu diesen Sandsäcken, Leute, springt aus der Distanz nach vorne und dann beim Klettern geht so ein kleines Stückchen zurück und die Zombies werden sich alle unter euch versammeln. Der Mimik wird sich auch unter euch versammeln, beziehungsweise der Imitator. Jedoch wird der Mangler auf euch schießen, Leute, also passt auf. Der nächste Glitch ist auch bei der verbrannten Verteidigung, Leute, und ist ein Pile-Up-Glitch. Hierfür müsst ihr hier an diese Ecke, an diesem Holzbalken, so hingucken, so wie ich es tue. Und dann einfach hochspringen, Leute, und klettern. Wenn ihr das dann richtig macht, dann werden eure Füße in der Luft schweben. Und die Zombies werden sich alle vor euch versammeln. Und kommen wir nun zum letzten Glitch, Leute. Das ist nicht speziell für Firebase-Sets, sondern geht auch auf der Maschine und auf Outbreak. Und zwar, wie ihr eure Waffen verdoppeln könnt. Ihr braucht hierfür zwei ungepunchte Waffen, Leute. Nehmt die Waffe, die ihr verdoppeln wollt, in die Hand, in meinem Fall die AK-74U. Dann, Leute, drückt auf, bei mir ist es E, drückt auf Packer Punch und wechselt gleichzeitig eure Waffe. Das muss ganz schnell gehen. Und wenn ihr das dann richtig macht, Leute, dann wechselt ihr die Waffe, während ihr in dieses Packer Punch Menü kommt. So, das dauert vielleicht ein, zwei Versuche. Und wenn ihr das dann richtig gemacht habt, Leute, dann puncht eure zweite Waffe. Und nachdem ihr die gepuncht habt, habt ihr eure AK-74U bzw. die erste Waffe, die ihr in der Hand hattet, verdoppelt. Das war's dann mit dem kurzen Video, Leute. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Und falls ihr noch irgendwelche Fragen habt oder Hilfe braucht, dann könnt ihr auch gerne meinen Discord joinen. Link ist in jeder Videobeschreibung, Leute. Ansonsten wünsche ich euch viel Spaß mit dem Video. Vergesst nicht, den Daumen hoch zu machen. Und für all die, die noch kein Abo haben, können das an dieser Stelle gerne ändern. Ansonsten ciao und bis zum nächsten Video.